Der 2019er Outlander in der Plug-in-Hybrid-Version. Hier vorne steht er leicht zu sehen, denn er hat hier vorne ein E-Kennzeichen. Ja, wir sind mal wieder im Saarland, der wahrscheinlich Bundeshauptstadt für Automobilität, zumindest was so die Abverkäufe angeht. Denn auch hier kommen mal wieder die Kunden aus ganz Deutschland nach Saarbrücken gefahren, um diesen wunderbaren Plug-in-Hybrid-Outlander zu bestaunen. Denn es gibt ihn tatsächlich für 29.990 Euro inklusive einer Prämie, die heißt 8.000 Euro Elektrobonus. Ja, es ist ein echter Plug-in-Hybrid. Das bedeutet, Sie können also nur durch reine Elektroleistung über 50 Kilometer fahren. Das ist schon mit eingebaut und er hat natürlich eine Energieeffizienzklasse A+. Besser geht's nicht. Also das ist zumindest mal bei der Tabelle jetzt mal Ende nach oben. Und der Verbrauch kombiniert, ich traue mich es gar nicht zu sagen, sind 1,8 Liter auf 100 Kilometer. Ja, die Leistung sind 99 kW und das Auto wiegt knapp 2 Tonnen, also etwas unter 2 Tonnen. Ja, hier ist Thomas Reiter. Thomas, du fährst das Auto selber? Ja, sicher, klar. Ja, sicher, klar. Ja, das Besondere bei dem Fahrzeug ist ein echter Plug-in-Hybrid, das heißt die Versteuerung für Geschäftswagen 0,5%. Ja, der Plug-in-Hybrid hat also verschiedene Vorteile. Zum einen, was du schon angesprochen hast, halt eben diese Versteuerung mit den 0,5%. Das ist also für Gewerbetreibende interessant, für den Privatanteil halt eben. Aber der Hauptvorteil liegt halt eben im sparsamen Fahren. Ist das ideale Auto für Pendler, so wie mich, mit meinen beiden Betrieben in Rehlingen-Siersbrück und hier in Saarbrücken. Ich fahre also jeden Tag das Auto auf die Arbeit und bin in der Lage, durch die Reichweite rein elektrisch die Strecke zu meistern. Gut, dir könnte es ja jetzt ziemlich egal sein, ob du jetzt mal tankst oder nicht. Ich sag mal so, als Geschäftsmann, da hat man ja, ich sag mal, eher so die Zwänge von den Kunden, die einen dahin schicken. Aber du hast das Auto ausprobiert. Wenn man jetzt wirklich streng 50 Kilometer fahren würde, ja, dann könnte man das rein elektrisch prima machen. Ja, ja, das ist elektrisch problemlos machbar. Wenn man halt eben sich ein bisschen im Zaum hält und nicht so viel Gas gibt, und dann ist das also kein Problem. Das geht locker. So, es ist ein großes Auto, sage ich jetzt mal auch schon für eine Familie. Wir haben auch hinten schon mal den Deckel aufgemacht. Da, wo man normalerweise den Sprit vermutet, da ist es aber nicht. Das hier ist nämlich die Elektrodose. Ja, auf der rechten Seite haben wir halt eben in Fahrtrichtung gesehen. Rechts haben wir halt eben die Elektroanschlüsse. Es gibt zwei Systeme. Einmal ein System, wo man halt eben mit der Haushaltssteckdose laden kann. Ja. Das ist der Schalter. Dort ladet man über, wie gesagt, ganz normal an der Steckdose oder halt eben, wenn man eine Wallbox hat. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, das ist die Shademo-Dose. Das ist für Schnellladen. Da geht es halt eben richtig ab. Da bin ich in der Lage, halt eben so die Batterie zu 80% in circa 20 Minuten wieder aufzufüllen. So, ich zeige das mal gerade. Also Haushaltssteckdose, werden ja viele sagen, oh, Haushaltssteckdose, das dauert ja viel zu lange. Dadurch, dass ich aber so eine übliche Reichweite 50 Kilometer habe, dadurch habe ich den riesen Vorteil, dass das Aufladen auch an der Haushaltssteckdose über Nacht bzw. in wenigen Stunden passiert ist, oder? Ja, man kann also davon ausgehen, bei einer normalen Haushaltssteckdose hat man Ladezeit von ca. 4 Stunden, grob plus minus halt eben. Und da ist extra was dabei. Da gibt es also hier diese Möglichkeit, das ist, gehört zum Serienumfang dabei. Das ist praktisch hier das Kabel, das kommt ans Auto. Ich zeige das mal. Das stecken wir dann hier ins Auto ein. Das ist die Möglichkeit am Fahrzeug, und dann hier mit dem Stecker gehe ich ganz normal eine Steckdose ran, irgendwo am Haus, und da wird das Fahrzeug innerhalb von 4 Stunden aufgeladen. Das Starke ist, ich habe bei dem Auto auch einen ganz normalen Benzinmotor mit dabei. Das heißt, so ein bisschen die Angst, dass es mal leer werden könnte, den gibt es eigentlich nicht. Das heißt, auch für längere Fahrten habe ich jetzt mal nur den Benzinbetrieb. Das geht auch. Ja, sicher, klar. Man kann mit dem Auto also ganz normal mit dem Benzinmotor fahren. Das heißt, wenn ich das Auto mit dem Benzinmotor bewege, kann ich ganz normal auf der Autobahn fahren, mehrere hundert Kilometer, zum Beispiel auf einer Urlaubsfahrt. Das ist also alles ganz locker möglich. Man muss also keine Angst haben, dass irgendwann der Strom all wird. Das Fahrzeug regelt das also selbst. Er will immer elektrisch fahren, aber sobald die Batterie zu leer wird, dann lädt der Motor wieder selbst die Batterie auf. Also ich kann da auch ganz normal fahren, wie mit jedem anderen Auto auch. Ja, das ganz tolle Thema ist das Thema Rekuperation. Er rekuperiert die Bremsenergie automatisch in elektrische Energie und dadurch ist er auch so sparsam. Das Besondere hierbei ist, er kann nicht nur
Strom ziehen aus der Steckdose. Er kann ihn auch wieder abgeben. Er hat nämlich eine eingebaute Steckdose. Zeig mir das mal wieder. Das ist hier. Hier haben wir die Steckdose. Das heißt also, das Fahrzeug besteht auch die Möglichkeit, dass man den Strom wieder aus dem Fahrzeug rauszieht. Also rein theoretisch kann ich hier hinten meinen Fernseher reinstellen, im Wald Fernsehen gucken oder irgendwo im Campingplatz. Ich kann auch irgendwo ein elektrisches Gerät betreiben. Die Möglichkeit besteht. Also der kann auch den Strom wieder abgeben. Er kann sogar, wenn man die Möglichkeit hat, im Hausnetz als Pufferspeicher benutzt werden. Das ist also schon eine sehr tolle Geschichte halt eben. Ja, ich habe hier richtig viel Platz. Hier hinten sind noch entsprechende Halter für Becher. Das heißt, es gibt auch eine Version mit mehr Sitzen, oder? Hinten. Ja, beim Plug-in gibt es also die Möglichkeit im 7-Sitzer nicht. Die gibt es nur beim normalen Outlander durch die Batterien. Nee, das war Spaß. Aber das ist im Prinzip die Anleihe an den normalen Benziner. An den normalen Benziner, den gibt es als 7-Sitzer, weil hier in dem Fall die Batterien sitzen praktisch in der Mitte vom Fahrzeug. Es war Spaß. Wenn du mal so lieb bist, den mal umklappst, dass wir das mal sehen können, weil viele benutzen die Autos nämlich witzigerweise zum Campen. Und das Auto ist so groß, dass man, wenn man umgeklappt hat, hat man eine komplett gerade Ebene, kann dann Folgendes machen. Ja, wenn du mal gerade auf beiden Seiten umklappst, wir zeigen nämlich mal was Besonderes. Das ist für 29.990 Euro ist im Moment der Einstieg mit dem Bonus von 8.000 Euro. Habe ich nämlich ein Fahrzeug, wo ich eine komplett ebene Liegefläche habe. Ich zeige es mal gerade. Über fast 2 Meter Länge. Und es ist ein echter SUV. Das heißt, mit Vierradgetrieben komme ich auch im Winter natürlich prima durch. Aber es ist kein normaler Vierradgetriebener. Er hat nämlich keinen Kader mehr nach hinten, gell? Ja, beim Outlander, beim Plug-in ist es so, dass es halt eben ein vollwertiger Allrad ist. Also teilweise im Winter habe ich keine Traktionsprobleme. Das geht also super vonstatten mit dem Allrad. Er hat in dem Fall hinten die zwei Elektromotoren sitzen, die Hinterachse antreiben. Vorne ist auch ein Elektromotor und der Benzinmotor. Und das wird alles elektronisch gesteuert. Das heißt also, es gibt keine Kardanwelle dazwischen. Die wiegt natürlich auch wieder was, ja, eine Kardan. Die hat auch wieder Gewicht und es ist halt eben ein ganz sanftes Fahren halt eben vom Allrad her. Also da merkt man eigentlich keinen Unterschied in dem Fall zum normalen Auto. Ja, ich zeige das mal. Das Auto ist sehr unauffällig. Sag mal, das E-Kennzeichen, ich muss das haben oder kann ich das auch weglassen? Ja gut, das kann jeder selbst entscheiden. Also das kann jeder selbst entscheiden. Muss man nicht haben, aber im Saarland haben wir noch nicht diese Vorteile, aber es gibt Städte in Deutschland halt eben, wo mit dem E-Kennzeichen mal besondere Privilegien hat, wie Busspur benutzen oder spezielle Parkplätze. Aber wo 8 Städte sind mit Fahrverbot, ist klar, ein Auto, wo E-Kennzeichen hat, der darf überall fahren. So ist es. Das geht auch hier hin elektrisch. Wer sich einmal dran gewöhnt hat, der will es nie wieder haben. Aber das Besondere hier ist ein bisschen anders wie zum Beispiel in der Volkswagen-Gruppe. Da geht das über die reinen Stoßdämpfer. Hier hat man sich was anderes überlegt. Das ist natürlich ein Outlander, ein Fahrzeug, was immer funktionieren muss. Mhm. Bitte mach mal zu. Ich zeige mal gerade den Mechanismus, den man sieht. Der fährt nämlich hier rein und zieht dann anschließend die Klappe zu. Ja, die Fahrzeuge sind dafür bekannt, dass sie unglaublich lange halten. Du hast Fahrzeuge, die du teilweise zurückkriegst, die sind weit über 20 Jahre alt, gerade so im Jägerbereich. Ein sehr beliebtes Fahrzeug, oder? Ja gut, Mitsubishi hat halt eben über die Jahre durch die ganze Offroad-Geschichte mit dem Pajero schon seit Anfang der 80er Jahre eine riesen Erfahrung in dem Bereich mit Allradantrieb, mit allem. Und das hat man hier halt eben auch ausgenutzt bei dem Auto. Es ist auf keinen Fall zu viel von der Ausstattung, sie ist sehr zweckmäßig, aber was mir gut gefällt zum Beispiel, sie ist jetzt ein Sondermodell, das hat jetzt so ein gestepptes Leder mit drin, sehr, sehr schick, oder? Ja, das ist schön gemacht, das ist die Intro-Edition, das ist so eine Sonderserie halt eben, das ist praktisch eine Kombination aus der Plus-Ausstattung zu dem Top-Modell und das ist sehr schick geworden mit dem Leder, das ist bei dem Intro serienmäßig dabei, ohne Aufpreis. So, wenn du mal so lieb bist, mal gerade zumachst, dann zeigen wir nämlich mal vorne mal einen Blick in den Kofferraum rein, denn da bin ich nämlich am Anfang einem Irrtum unterlegen. Ich dachte nämlich, auf der rechten Seite wäre der Elektromotor. Nein, da hat der Thomas gesagt, das stimmt nicht, da ist die Steuerelektronik drin. Und sie sieht aber aus wie ein Elektromotor. Das heißt, wenn der Nachbar mal reingucken darf, denkt er, auf der linken Seite ist der Benzinmotor, was wahrscheinlich stimmt, oder? Ja, der Benzinmotor ist auf der linken Seite, der Elektromotor sitzt unten drunter. Hier in dem Bereich, was man hier sieht, sind die Steuergeräte.
Das wird halt eben speziell gekühlt, die ganze Geschichte, weil dadurch, dass da schon eine hohe Spannung fließt, muss das Leistungselektronik muss das halt eben abgekühlt werden. Dass dieses Element sieht so aus wie ein Steuergerät, wie ein Elektromotor ist, aber eigentlich ist Steuergerät. Das, was da hinten so ganz ein ganz starker Schlauch ist, ich nehme an, da sind auch Elektroleitungen drin. Das sind Elektrokabel, ja, die sind genau. Speziell isoliert, weil wir arbeiten hier im Hochvoltbereich und dementsprechend ist das alles irgendwo auch abgesichert. Ja, man braucht eine spezielle Zulassung, um den überhaupt mal in eine Werkstatt reinzufahren. Also man braucht ein Zertifikat bei Elektrofahrzeugen. Wie ist denn das mit dem Service? Das Fahrzeug hat 5 Jahre Garantie. Der hat genauso 5 Jahre Garantie wie alle Mitsubishis. Also das ist von der Garantie her das Gleiche. Es gibt halt eben spezielle Plug-in-Händler, die also zum einen die Werkzeuge für die Wartung haben, auch wo die Mitarbeiter entsprechend geschult werden, um halt eben den Vorgaben vom Hersteller und was der Gesetzgeber vorschreibt, halt eben erfüllen tun. So, das heißt, wir haben eigentlich ein ganz normales Fahrzeug. Ich muss, wenn ich das Auto fahre, nichts wissen. Ich steige ein, starte. Er startet direkt im elektrischen Modus, hast du mir erzählt? Ja, das Auto will immer elektrisch fahren, aber für den Kunde ist wichtig, das Auto lässt sich ganz normal fahren. Man braucht keine Angst davor zu haben. Man setzt sich einfach rein. Gleich mal. Man setzt sich einfach rein und fährt damit. Es fährt sich wie ein normales Automatikauto. Ich muss nichts beachten. Länge von dem Auto? Länge sind nicht ganz 4,70 Meter, also ein klassisches SUV-Maß halt eben. Also nicht besonders groß und fährt sich ganz easy, ganz einfach. Man muss nicht studiert haben, um das Auto irgendwie zu fahren. Nicht studiert haben, okay, ja. Das glaube ich mal. Das heißt, die Einparksensoren sind natürlich mit drin. Ich nehme an, eine Rückfahrkamera, das werden wir gleich mal alles zeigen. Wichtig ist auch Apple CarPlay. Selbst in der Einstiegsversion 2999 ist bereits das größere Radio mit drin. Ja, da ist das größere Radio mit drin, wo ich halt eben dann entweder Android oder Apple CarPlay connecten kann. Kann damit rein theoretisch navigieren und so weiter. Also das ist von der Ausstattung her schon die Basisversion sehr, sehr gut ausgestattet. Ja, sogar schon natürlich mit Klimaanlage, elektrische Fensterheber und so weiter. Das ist schon mit drin. Aber man sollte sich gut überlegen, denn viele nutzen ja das Auto auch gewerblich. Also schreiben das quasi ab. So Mitsubishi, der Wertverlust ist sehr gering. Woran liegt das denn? Der wird wo gebaut? Der Mitsubishi kommt doch aus Japan, der Outlander. Die Qualität ist bei Mitsubishi schon seit Jahren bekannt. Und generell die ganzen Hybridfahrzeuge sind vom Wert her sehr stabil, weil halt eben man davon ausgeht, das ist schon ein bisschen die Technik der Zukunft. Also da muss man sich vom Wertverlust her nicht viel Kopfweh machen. Der kam wann raus hier? Den Outlander haben wir eigentlich schon seit 2014 grob im Markt, halt eben mit Vorgängervarianten. Aber hier, das ist jetzt praktisch die aktuelle Version. Der ist letztes Jahr in der Art so rausgekommen. So, wir fahren mal ein bisschen, lieber Thomas, dann werden wir uns das Ganze mal antun. Denn du hast mir erzählt, es ist so genial, wenn man einfach mal losfährt, das erste Mal, das Problem ist, ich bin ja selber schon x-mal Elektro gefahren, dann merkt man das schon gar nicht mehr. Aber es ist so, dass wenn man anschließend Benziner fährt, ja, man sich schon wundert über die Geräuschkulisse, die dann entsteht, die einfach beim elektrischen Fahren nicht mehr da ist. Gerade wenn man bis zu 20 km/h fährt, da fällt es einem ganz besonders auf. Ja. Wir fahren mal los. Bis gleich. Bleibt dran. Luxus pur, aber jemand, der einen Mitsubishi Outlander kauft, ja, der weiß, er hat ein Fahrzeug nicht nur für 2, 3, 4, 5 oder 6 Jahre. Leider hat der Thomas mir erzählt, die Mitsubishi-Kunden fahren die Autos viel zu lange. Das ist zwar auf der einen Seite schön, aber die fahren wirklich lange, gell? Ja, die Autos werden schon länger benutzt. Das ist kein Auto, was man sich anschaffen tut, für 2, 3 Jahren wieder zu verkaufen. Dementsprechend werden die Fahrzeuge von den Kunden schon ein bisschen länger gefahren. So ist es. Ich habe einen hohen Einstieg bei dem Auto. Das werden wir auch gleich mal zeigen, wie schön das ist, wenn man hoch einsteigen kann. Ein Multifunktionslenkrad ist natürlich mit dabei. Ja, der hat ein Multifunktionslenkrad. Das heißt, also ich kann hier, habe ich Tempomat, ich habe Fernbedienung vom Radio, das kann ich alles steuern. Ich kann die Rückfahrkamera steuern, indem ich mir verschiedene Ansichten anzeigen lasse in der Version hier. Das ist alles schon in der Ausstattung mit dabei. Ja, dann schauen wir mal. Wir machen ihn mal an. Das Besondere ist, du brauchst keinen Schlüssel. Man braucht keinen Schlüssel, der hat also Keyless Entry. Wenn ich dann auf den Knopf drücke, geht das Auto an. Das Tolle ist, man hört nichts, weil das Auto will ja elektrisch fahren. Das heißt, der springt immer im Elektromodus an. Er sagt uns hier durch die Anzeige Ready, dass er parat ist zum Fahren. Und man hört eigentlich innen drin vom Motorgeräusch nichts, weil der Motor ist erstmal außen vor. Der Motor läuft jetzt im Moment nicht mit. Wie ist denn das mit der Klimaanlage? Die läuft wahrscheinlich noch normal, oder? Nein, die Klimaanlage und... Ein Kompressor? Nee, das läuft alles elektrisch in dem Fall. Okay, ja, genau. Das ist wie beim
Tesla, den wir zuletzt hatten. Da kann man auch einfach mal drin sitzen bleiben, muss ja nicht den Motor laufen lassen, hat trotzdem klimatisiert. Ja, das ist richtig. Man kann sogar hier in der Version, kann man sogar sich eine App runterladen über das Handy. Das kann ich über das Handy steuern oder ich programmiere es. Dann kann ich das Fahrzeug ähnlich wie eine Standheizung kann ich programmieren, damit er schön warm ist, wenn man im Winter einsteigt. Oder im Sommer kann ich ihn halt eben schon kühlen, kann die Klimaanlage programmieren. Das geht, wie gesagt, hier über das Display oder halt eben, ich kann es auch mit einer App halt eben dann übers Handy sogar machen. Genau, das kannst du mir gleich mal zeigen, denn das interessiert die Leute ganz bestimmt. Das Besondere ist, dass es meistens ein Kompressor, das heißt also, das ist nicht so spritschluckend oder stromschluckend, wie es vorher mal war. Die Kompressorheizungen haben natürlich auch hier andere Leistungswerte, aber ich sag mal, was Tolles, das hast du mir eben gezeigt, dass hier die Sporttaste, du hast zumindest mal zu mir gesagt, die reizt schon zum Ausprobieren, aber sie schluckt natürlich ein bisschen elektrische Energie. Ja klar, ich meine, der Vorteil ist halt eben von der Sporttaste, dass man das Fahrzeug dann ein bisschen in Anführungszeichen sportlicher bewegen kann. Ist aber interessant in den Bergen oder so zum Beschleunigen, wo er also die maximale Leistung abruft, gleichzeitig auch aber mehr rekuperiert beim Bremsen. Dementsprechend ist das Auto auch sehr durchzugskräftig. Klar, das geht natürlich auch auf die Reichweite dementsprechend, aber das hält sich alles irgendwo im Rahmen. Ja, es ist sehr leise, das Auto. Also wenn man erstmal drinnen sitzt, hört man von der Außenwelt so gut wie nichts mehr. Das ist auch von Jahr zu Jahr natürlich gesteigert worden. Ja, also ich meine, du kannst dich noch daran erinnern, die allerersten Mitsubishis, die kamen, da waren die Ansprüche noch ein bisschen anders. Aber heute ist es so, das Auto muss extrem leise sein. Das ist hier der Fall. Ja, der ist dadurch, dass der Motor nicht mitläuft, ist er halt eben sehr leise. Man hört eigentlich beim Fahren mehr die Geräusche von außen, wie Reifen, Abrollgeräusche oder so, da der Motor im Prinzip ja eigentlich nicht immer mitläuft, da merkt man eigentlich von den Geräuschen fast gar nichts. Ja, da vorne steht AC 1500 Watt. Du kannst also da rechts unten wahrscheinlich, ist das die Klimaanlage, die AC-Taste? Das ist hinten für die Steckdose. Ja. Okay. Die Steckdose macht 1,5 kW, ja. Der Wechselrichter, ja. Echt? Da kann man schon ein bisschen was dranhängen. 1,5 kW. Also normalerweise so 100 Watt, 200 Watt, das kennt man von den kleinen, die man so einsteckt. Ja, da kann man schon was draus ziehen. Also ich kann auch während der Fahrt, kann ich zum Beispiel auch einen Laptop aufladen. Nein, kann ich machen. Ich meine, die hat natürlich auch Lademöglichkeiten über halt eben die USB-Anschlüsse. Hier vorne kann ich natürlich auch wieder mein Handy alles laden. Das ist natürlich klar. Aber ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Elektroskateboard habe, so wie ich, ja, da kann man das hinten laden. Das kann man rein theoretisch hinten laden, ja, klar. Ja, super. Fahren wir los. Autos an, oder? Autos an, ja, Auto läuft. Wir fahren jetzt praktisch los. Du hörst nichts. Man hört nichts. Wir fahren jetzt rein elektrisch. Das Fahrzeug will immer elektrisch fahren und dementsprechend geht es jetzt los. So, man hat auch so kleine Anzeigen mit drin. Kann ich mir die Anzeigen auch auf die mittlere Anzeige statt im Radio beamen lassen? Die Elektroverbrauchs und so weiter? Ja, ich kann alle möglichen Anzeigen kann ich mir hier anzeigen lassen. Ich kann hier, muss ich aufpassen, muss ich ein bisschen Auto fahren. Gerne. Da kann ich hier dementsprechend kann ich hier Fahrzeugeinstellungen, aber ich muss, das kann ich eher... Machen wir gleich mal. Also, da vorne steht nämlich auch Ladekosten, du kannst Energiemonitor, da steht es. Energiemonitor, den aber genau, wenn du das mal gerade anlässt, hier kann man nämlich sehen, ach, auch wann er entsprechend rekuperiert, ja, sieht man ganz auch. Ganz genau, ja. Ich habe jetzt das Fahrzeug auf normal stehen, das heißt, wir fahren jetzt mit dem Fahrzeug im ganz normalen Modus. Das Auto läuft jetzt rein elektrisch. Man sieht links an der Anzeige, man sieht halt eben, welchen Bereich man fährt. Da ist die grüne Anzeige für Öko und drunter auf Charge. Das heißt, im Moment fahren wir jetzt hier rein elektrisch. Stark. Also es ist sehr leise. Es klingt so ein bisschen wie ein Stadtbus. Stimmt, genau. Klingt wie ein Stadtbus. Man sieht auch hier in der Anzeige, ist ganz schön zu sehen, da sieht man einmal den Motor, die Anzeige von der Batterie und ein Rad. Und da zeigt er uns nachher, wenn ich jetzt losfahre, wo die Energie herkommt, woher er sie nimmt. Dann kann man sich das schön anzeigen. Hat hier verschiedene Möglichkeiten, gibt die Reichweitenanzeige. Das kann ich mir alles im Display hier auch einstellen. Da sieht man also die ganzen Sachen. Hier sieht man jetzt die Reichweite elektrisch, die gefahrenen Kilometer und so weiter. Sag mal, Thomas, wenn ich jetzt will, ich bin jetzt zum Beispiel Studienrat. Ja. Nee, Spaß beiseite, ja. Aber ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich will jetzt nur noch elektrisch fahren und ich habe eine Fahrtstrecke von 20 Kilometern oder nur 15. Dann kann ich den, wenn ich den abends dranhänge, muss ich gar nicht mehr tanken gehen. Dann ist praktisch der Tank. Man sollte ihn ab und zu mal leer fahren, gell? Bio-Benzin.
Ja gut, also den Tank sollte man schon leer fahren. Rein theoretisch kann ich eigentlich fast, ich kann rein theoretisch mehr oder weniger wirklich nur elektrisch fahren, weil er schaltet den Verbrennungsmotor nur ein, wenn er ihn wirklich braucht. Das heißt also in dem Fall, wenn die Batterie irgendwann leer würde oder halt eben, bei Leistung, so im Zugbetrieb auch. Zugbetrieb zum Beispiel oder wenn ich schneller wie 120 fahre, dann kommt der Elektromotor mit, kommt der Benzinmotor mit. Automatisch, brauche ich gar nichts zu machen. Das heißt, wir fahren jetzt hier rein elektrisch. Ich bin jetzt hier ganz normal am Fahren. Das Auto läuft ganz normal. Und das ist halt eben hier ganz ruhige, entspannte Fahrerei. So, wir fahren mal gerade auf die Autobahn, dass wir das mal sehen. Weil viele fragen nach der Autobahn. Wie sieht denn so dein Alltag? Klar, du verkaufst jetzt Autos, aber du fährst ungefähr wie viel am Tag Kilometer? Ja gut, ich fahre im Schnitt am Tag in jedem Fall die 84 Kilometer, wo ich zu den beiden Betrieben hin und her fahre, plus noch ein bisschen drumherum, da komme ich schon so auf locker 80, 90 Kilometer am Tag, die ich so fahre halt eben. Ne? Hier sehe ich auch, also du hast es jetzt gerade noch vermieden, dass der Benzinmotor angeht. Man fährt aber, wenn man elektrisch fährt, automatisch schon sehr sparsam, muss man sagen, oder? Das heißt, es kommt automatisch. Ah, hier Charge, guck mal. Jetzt habe ich gebremst. Dementsprechend geht er in den Charge-Modus. Und ich kann hier das Rekuperieren kann ich einstellen. Wenn ihr jetzt guckst, jetzt bin ich auf B5 gegangen. Das heißt, jetzt haben wir eine höhere Rekuperation. Ich mache das mal gerade hinter dem LKW, der vor uns fährt. Wenn ich jetzt den Fuß vom Gas hole, ja, dann merkt man, wie das Auto von selbst bremst. Okay, das heißt, da gehen auch hinten die Bremslampen an. Du bremst aber nicht. Ich bremse nicht. Das läuft, macht das Auto selbst, genau, durch die Gaswechsel. Beschleunige mal ein bisschen. Jetzt hole ich mal den Fuß vom Gas und jetzt bremst das Auto von selbst ab. Ich habe keinen. Da gehen auch hinten die Bremslampen an. Da gehen noch die Bremslampen an. Ja. Das kommt aber darauf an, wie stark die Rekuperation eingestellt ist. Wenn die normal eingestellt ist, ist das nicht der Fall. Und wie ist das einzustellen mit der Hier über den Schaltwippen. Über die Schaltwippen machst du plus minus Rekuperation. Jetzt geht es wieder runter. Jetzt bin ich wieder im B1-Modus. B0, das ist nicht ganz null. Das macht das Auto wieder von alleine. Und jetzt, wenn ich jetzt den Fuß vom Gas hole, der rollt da weiter wie jedes andere Auto auch. Und da kann ich hiermit sogar selbst, merkt man, wie ich hier abbremsen kann. Stark, das heißt dann, also... Dann gewinne ich auch wieder Energie zurück. Das ist halt eben der große Vorteil von dem Rekuperieren. Und jetzt zeige ich mal was, wenn ich jetzt hingehe, überhole ich mal den LKW. Ich habe jetzt die Sporttaste gedrückt, dann wird hier alles blau in der Anzeige. So, wenn ich jetzt Gas gebe und jetzt geht das Auto voran. Ne? Das heißt, der beschleunigt auch. Jetzt fahre ich schneller wie 120. Jetzt geht der Motor an. Achso, jetzt sind beide in Betrieb. Und jetzt fahren wir hier zügig hier den Berg hoch. Das heißt also, das Auto ist nicht langsam, wie man so vermutet, so ein Plug-in, sondern den kann man auch sehr sportlich bewegen. Das ist immer schon bei 140. Ne? Das ist so eine Art Sperre, sage ich mal, die du einfach wegmachst und dann gehen beide Motoren. Dann, ich sag mal so, dann ist Spritverbrauch egal. Es gibt ja schon mal Momente, da brauchst du Leistung. Ja klar, das ist, ich meine, einmal, wenn man jetzt beschleunigen tut, wie ich jetzt hier die LKWs überholen will. Oder, das ist auch eine Besonderheit, der Outlander Plug-in hat eine Anhängerlast von 1500 Kilo. Das ist für einen Hybrid sehr viel. Die meisten Hybride haben keine so hohe Anhängerlast. Wo wenn ich jetzt zum Beispiel würde einen Wohnwagen ziehen, dann ist man auch mal froh, wenn man irgendwo am Berg mal beschleunigen kann. Und das ist der große Vorteil. Ja, es ist ja auch noch ein Thema. Das Gesamtzuggewicht ist ja neuerdings auch ein Thema. Das ist kein Problem. Die 15 Kilo kann ich auch vom Gesamtzug herziehen, oder? Die kann man auch vom Gesamtzug herziehen. Das ist kein Thema. Ja, so. Das habe ich öfter schon mal gesehen. Da hat er eine Anhängerlast 15 Kilo, aber das Gesamtzuggewicht ist schon überschritten. Ja. Ihr kommt ja aus dem Anhängerbetrieb, muss man sagen. Also viele bestellen im SUV-Bereich bei euch eine Anhängerkupplung mit, oder? Ja, das ist heute also immer noch ein Thema. Also ich meine, Anhängerkupplung im Saarland ist es so, dass jeder Saarländer seinen Anhänger hat, für irgendwas wegzufahren. Der Nachläufer in dem Sinn. Von daher verkaufen wir halt eben viele Fahrzeuge mit Anhängerkupplung. Aber es ist halt eben ein großer Vorteil hier, wenn man hier eine abnehmbare Anhängerkupplung dran macht, dann ist man flexibel. Das Auto ist auch für so einen Betrieb vollkommen geeignet. Das ist also gar kein Thema. Die Soundanlage ist toll. Also du hast mir selber erzählt, die macht richtig Bums, wenn man das will. Ja, es gibt ja, der hat also eine Rockford Fosgate-Anlage drin in der höheren Ausstattungslinie, aber das ist von der Anlage her, der ist schon richtig Musik dahinter, das macht schon Laune, das ist schon, passt schon. Ja. Dadurch, dass der Motor so leise ist, hört man, oder beziehungsweise eigentlich kein Motor mitläuft, hört man natürlich noch mehr vom Sound, weil keine Nebengeräusche da sind. Ne? Sitze sind aus Leder, das ist, riecht auch richtig schön, also ja. Es ist ein sehr angenehmes Fahren. Ich meine, die Leute, die praktisch so ein Auto kaufen, die wissen ja, in welchem Segment ich mich bewege. Als echter Vierrad-SUV, das ist ja schon mittlerweile
schon ein Ausnahmeprodukt, denn die meisten schreiben ja SUV drauf, aber sind es oft nur frontgetrieben. Ja, das ist meistens ja der Fall. Viele Kunden möchten halt eben nur hoch sitzen, legen nicht den Wert auf Allrad und so Sachen. Da kommen halt eben beim Outlander wieder die Mitsubishi-Gene durch aus den alten Pajero-Zeiten. Sprich, man hat eine hohe Kompetenz mit Allrad und das hat man hier alles kombiniert. Ich habe also einen richtigen, echten SUV mit Allradantrieb, mit allem Pipapo. Das macht also schon bei so einem Fahrzeug schon Sinn. Ne? Ja, ich zeige mal ganz kurz diesen sehr bedeutsamen Schalthebel in der Mitte. Vielleicht nicht gerade in der Kurve. Ja. Straßenlage? Straßenlage ist top. Guck mal, meine Kamera, die geht, wir sind voll in der Kurve. Ich habe jetzt rekuperiert, ich habe also jetzt abgebremst, ohne die Bremse zu betätigen. Ich bin jetzt von Hand hier mit den Schalthebeln auf 5 gegangen und dadurch gewinne ich wieder Bremsenergie zurück. Ach so, elektrisch. Elektrisch, und man sieht jetzt hier, wenn ich jetzt Fuß vom Gas gehe, geht hier unten auf Charge. Das heißt, dann lädt er praktisch durch das Bremsen die Batterie auch wieder mit auf. Mhm. Ich mache es nochmal, ich gebe nochmal Gas, beschleunige. Ja. So, jetzt hole ich Fuß vom Gas und jetzt merkt man, wie er hier direkt wieder anfängt zu laden. Und damit kann ich die Reichweite wiederum verlängern, wenn ich dann sehr vernünftig fahre und viel rekuperiere. So eine Bergabfahrt, ja, da brauche ich ja keine Bremsen. Der Vorteil, die Bremsscheiben bremsen. Halten viel länger bei Elektrofahrzeugen. Ja, genau. Die Bremsen hat weniger Bremsverschleiß. Ist ja schon wieder blöd für dich, ja, als Werkstatt. Das rede ich im Endeffekt gegen mein Geschäft. Für die Werkstatt ist das eigentlich nicht so optimal, weil das Auto kaum noch Verschleiß hat in dem Fall. Aber das ist halt eben für Energierückgewinnung und für ökologisch und umweltfreundlich zu fahren natürlich ein Riesenvorteil. Wir Saarländer haben hier nicht so viele Berge, aber... Oh, das geht schon. Du kannst doch gerne nach Hamburg fahren, da haben die gar keine. Also was stark ist, ich war jetzt mal in Berlin. In Berlin fährt alles elektrisch Toyota, muss man sagen. Hybrid, alle Taxis, alles und so weiter und so fort. Die haben, ich sag mal, das so ein bisschen eingeläutet, aber die kommen ja auch aus Japan. Und ich sag mal, du hast mir erzählt, die Mitsubishi-Leute gucken sich alles erstmal ganz genau an und die machen keine halben Sachen, oder? Ja, Mitsubishi, wenn Mitsubishi was macht, hat das alles Hand und Fuß. Wir haben hier den Outlander jetzt als Plug-in-Hybrid schon sehr lange auf dem Markt. Das war bisher immer so ein Auto mit ein bisschen Nischendasein in der Anfangsphase. Aber jetzt durch die ganze Umweltgeschichte, wo das Ganze losgetreten wurde, sind wir doch schon wirklich weit vorne mit dem Produkt. Und wir werden auch noch Produkte nachkommen. Dementsprechend ist geplant, dass der Eclipse Cross auch als Plug-in-Hybrid in den nächsten Jahren eingeführt wird. Und man sieht sie hier am Outlander, da hat Mitsubishi schon ein sehr großes Know-how. Ja, ich wollte es nämlich nur mal sagen. Es geht ja darum, dass man ein Fahrzeug hat, wo man so wenig Probleme wie irgendwie möglich hat. Ihr habt grundsätzlich mit dem Fahrzeug von Mitsubishi, das sind Fahrzeuge, die für den Weltmarkt konzipiert werden, ihr habt wenig Probleme, oder? Also ich kann nur von mir sprechen jetzt, von meiner Klientel. Wir haben viele Outlander Plug-in verkauft und in Kundschaft. Also die Autos laufen wirklich absolut problemlos. Da ist wirklich nichts Besonderes dabei. Also muss schon sagen, das macht schon mit den Autos richtig Spaß. So, ich habe mal einen Schalthebel. Was hat der für eine Funktion? Was kann der? Der Schalthebel kann also auch, man kann dieses rekuperieren, was ich jetzt vorhin mit den Pedals gemacht habe, kann ich auch in dem Fall hier auch mit den Schaltwippen machen. Ne? Auch dort kann ich dementsprechend das mir einstellen. Ansonsten ist der Schalthebel eigentlich in erster Linie dafür loszufahren. Ich habe hier noch ein paar Tasten links. Das ist einmal, kann ich hier Save drücken oder halt eben Charge. Save heißt, man spart sich die Energie von der Batterie auf und fährt dann nur mit dem Verbrennungsmotor. Okay. Wenn ich jetzt auf Safe gehe, merkt man, springt der Verbrennungsmotor direkt an, was auch sehr leise ist. Du hörst jetzt hier beim Fahren kaum was. Aber dann spare ich mir die Energie auf und fahre dann nur mit dem Verbrennungsmotor. Wenn ich auf Charge gehe, ist die nächste Taste, dann ist es so, dann hat das Laden Vorrang. Jetzt sieht man hier an den Anzeigen, dass einmal der Motor die Batterie lädt und wieder antreiben tut. Und damit kann ich die Batterie wieder selbst wieder in dem Fall aufladen. Okay, das heißt, der Generator lädt die Batterie während der Fahrt? Ja, während der Fahrt. Während der Fahrt. Der Motor, der Benzinmotor treibt den Generator an und der lädt halt eben die Batterie. Und dann bin ich in der Lage, halt eben dann wieder die Batterie aufzuladen. Das heißt, ich muss nicht immer an die Steckdose. Der kann das, was ein normaler Hybrid kann, kann der logischerweise auch. Aber der Vorteil ist halt eben, dass ich dann auch
extern laden kann, wenn man dann noch eine Solarstation hat auf dem Dach oder so, dann lade ich wirklich umweltfreundlich und habe dann halt eben diese elektrische Reichweite von über 50 Kilometer, die ein normaler Hybrid einfach nicht hat. Das geht nur mit Plug-in oder halt eben mit den richtigen Elektroautos. So, wir sind losgefahren, da war er wie voll? Da war er ungefähr Viertel. Und jetzt ist er immer noch ein bisschen Strom drin, wir haben jetzt ein bisschen beschleunigt, wir haben auch ein bisschen rekuperiert. Das heißt also, hier im Alltagsbetrieb kann ich mit dem Auto immer ganz normal fahren. Ja, da ist er. Ein echter 0,5% Wagen. Das bedeutet, ich bekomme den als Firmenwagen mit einer Versteuerung von 0,5%. Da zählt aber der Bruttolistenpreis. Das wäre in dem Fall, ich nehme an, das ist vor dem Bonus von 8.000 Euro, gell? Ja, also das Finanzamt rechnet immer, geht immer von der Versteuerung vom Bruttolistenpreis aus. Das ist immer praktisch der Preis, wie er an der Preisliste steht. Das sind diese 8.000 Euro, die man momentan einschließlich der staatlichen Anteile von der Umweltprämie abziehen, wird doch nicht berücksichtigt. Das heißt also, es geht dann los, je nach Modell zwischen 37 und knapp über 50.000 Euro, die dann versteuert werden. So, zeitgesteuertes Laden. Na, hier kann ich einiges einstellen. Ja, das ist interessant. Ich kann nämlich auch zeitgesteuert laden. Das bedeutet, wenn ich mit meinem Energielieferanten einen Nachtstromtarif habe, oder wenn es sowas gäbe, dann kann ich sagen, bitte erst laden ab 22 Uhr. Das ist auch machbar. Man kann halt dem Auto vorgeben, kann sagen, okay, wenn du an der Steckdose hängst, dann lädst du halt eben nachts von 1 bis um 5, wenn der Strom billiger ist, das kann man alles einstellen. Super. Ja, Thema App, das hast du eben kurz erwähnt. Es gibt eine App für das Auto? Ja, es gibt eine App von Mitsubishi, die kann man sich runterladen und wenn man halt eben das Handy dann damit verbunden hat, wie gesagt, kann ich verschieden. Da ist eine SIM-Karte fest verbaut? Nee, in dem Fall nicht. Nee, die App, richtig, da kann ich, wenn ich WLAN habe und so weiter, kann man halt eben dann damit praktisch dann verschiedene Funktionen auch dem Fahrzeug holen. Zum Beispiel die Standheizung kann ich anschmeißen, die Standkühlung. Oder Kühlung, da kann ich halt eben die Sachen auch mit bedienen. Auch bei dem für 29,99. Richtig, sagt er. Okay. Ja, dann steigen wir gleich mal aus, machen die Abmoderation. Sag mal, hier ist so ein kleines Loch drin. Was ist denn das hier auf der rechten Seite? Was für ein Loch? Was für ein Loch, sagt er. Da? Ja. Nee, rechts oben, guck mal. Da, ja, genau. Das ist für den Schlüssel. Das ist eigentlich nur, wenn man den Schlüssel, nicht zum Ablegen, beziehungsweise wenn er die Programmierung verloren hat, da kann ich damit. So eine Art Service-Port. Ja, das ist so ein Service-Port. Normal mache ich doch eigentlich nichts damit. Mhm. Genau, dann fahren wir kurz rein, machen wir Abmoderation. Wenn du mal kurz das Handschuhfach aufmachst, mal gucken, was da noch für Gadgets drin sind. Das interessiert die Leute immer. Und dann gehen wir nämlich mal kurz auf die Ablageflächen nochmal ein. Ah, hier, Rückfahrkamera. Rückfahrkamera. Mit Vogelperspektive. Ja, genau, mit Vogelperspektive, mit Round View. Und das kann ich da gleich mal zeigen. Das kann ich auch vom Lenkrad aus, kann ich das auch bedienen in dem Fall. So, da kann ich mir die Ansichten anzeigen. Da kann man sogar, ich stehe seitlich nebendran, das kann ich hier alles dementsprechend mir einstellen. Da hat er Piepser zusätzlich, hat er auch noch drin in der Ausstattung. Was, wenn ich jetzt im Gelände bin, kann ich zum Beispiel rechts runter gucken, ob der Abhang schon da ist, ne? Ja. Genau. Ja gut, du wirst lachen, aber Leute, die das Auto benutzen zum Beispiel, das kann schon mal vorkommen, dass die dann in so Situationen kommen. Ja. Sag mal, das Vierrad ist immer an. Der Vierrad ist eigentlich immer vorgegeben, wobei er ihn aber elektronisch steuern tut. Das heißt, wenn der Allrad nicht gebraucht wird, in dem Fall fährt er auch nur mit Frontantrieb. Das kann ich auch über die Taste hier, das ist diese Four-Wheel-Drive-Taste. Da kann ich halt eben hier, kann ich noch verschiedene Funktionen nehmen, zum Beispiel hier für Snow. Ich kann das nochmal auf Normal stellen oder ich kann es halt eben sogar sperren. Sperren ist eigentlich wirklich für extremes Gelände oder wenn man... Ach so, das geht auch. Das geht auch, wenn man auf einer festgefahrenen Schneedecke fährt, damit er mehr Traktion hat. Echter Allrader. Also ein echter Allrader, ja. Ansonsten, wenn er im normalen Modus ist, macht das Auto alles von alleine. Da geht es ja auch ein bisschen um Spritsparen, aber in dem Fall kann man es auch sich einstellen. Sag mal, wer das Auto noch gegen einen Parkpoller setzt, ja, der ist selbst schuld, oder? Da ist man eigentlich selber schuld, ja, genau. Man ist immer selber schuld, wenn du mal so lieb bist, mal hier kurz mal aufmachst, dass man das sieht. Also er hat da ein Handschuhfach mit drin, dann hat er hier vorne, zeige ich mal gerade nochmal eine Ablagefläche. Da ist noch ein Getränkefach, wo man Getränke rein. Wenn du mal kurz die Hand wegnimmst, dann kann ich es gerade filmen. Da ist das Getränkefach, wichtig, finde ich. Also gibt nichts Schlimmeres wie irgendwelche, und hier habe ich noch ein kleines Fach. Hat er noch ein kleines Fach. Was Starkes, genau, wenn du mal kurz die Hand mal drauflegst, dann einen Ellenbogen.
Dann sieht man es mal, also das ist extrem weich, ist auch Leder gepolstert. Ja. Heißt für lange Fahrten ein tolles Auto, oder? Ja, also für lange Urlaubsfahrten super Auto in der Beziehung. Man kann ganz gemütlich rollen. Er hat wie gesagt alle Funktionen, Tempomat, gibt es auch alles so selbstverständlich und das ist eine ganz angenehme Fahrerei auf langer Strecken. Ja, stark. Hier war mal der Schlüssel, da wo das Loch ist, oder? Ja, so ungefähr, ja. So, wir steigen mal aus, dann machen wir kurze Abmoderation. Bis gleich, bleibt dran. Da steht er jetzt. Ja, ich zeige euch mal was. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also es hier ist kein normales Schwarz, sondern es ist ein Metallic. Ja, man sieht's. Der reflektiert in Bronzerot, irgendwie praktisch Metallic. Und er wechselt sogar die Farbe im Licht, ja? Ja das ist ein Sonderlack vom Metallic her. Das ist ein schöner Effekt. Das ist eigentlich nicht nur ein reines Uni-Schwarz. Nee, ist eigentlich im Moment, was ich sehe, gar nicht mehr schwarz. Nee, im Moment, wenn man so guckt, ist eigentlich so mit Violett, bisschen Blaustich drin. Also ist schon schick. Ne? Ja, der Vorteil ist auch, dass natürlich da beim Metallic Lack nochmal eine Lackschicht mehr drauf ist. Das heißt also auch die Haltbarkeit. Ja, so ein Auto, man kann schon sagen, das ist eine Anschaffung für, sagen wir mal, 8 bis 10 Jahre mindestens, oder? Ja, davon kann man ausgehen. Ich hoffe natürlich nicht so lange, dass wir noch ein paar Autos verkaufen. Ja. Aber ich sage mal, so eine Anschaffung tätige ich mir nicht auch für unbedingt für kurze Zeit. Also wir haben hier bei Mitsubishi die 5 Jahre Garantie. Und so 7, 8 Jahre ist locker vom Hocker zu machen. Also ihr habt den gehört, den Thomas, bitte abverkaufen nach 8 Jahren, damit er ja ein neues Auto verkauft. Aber das ist ihm auch egal, denn die sind ziemlich wichtig, zufriedene Kunden. Du verkaufst schon wie lange Mitsubishi? Wir sind Mitsubishi-Händler, bin ich schon seit 85, also ich mache das Geschäft in Mitsubishi jetzt schon seit 34 Jahren. Lichtanlage, last but not least, was ist da für ein Licht verbaut jetzt bei dem hier? Das ist mit LED. Mit LED, Full LED, was da drin ist, was aber auch Sinn macht natürlich bei einem Elektrofahrzeug. Ja, wir werden euch jetzt mal eins noch kurz zeigen, das ist die Version 29.990. Das hier war ja das Sondermodell, was mit dabei war und dann bis gleich, bleibt dran. Da ist er jetzt, 29.990 Euro. Da kommt noch ein bisschen was dazu, denn der ist jetzt nicht weiß. Er ist nicht weiß. Also die 29.990 sind praktisch der Preis. Das wäre diese Farbe quasi jetzt. Das wäre praktisch so eine Farbe, wie ist das hier. Ja. Also die 29.990 ist praktisch der Preis, wenn die 8.000 Euro Prämie ab sind von der Grundversion, der Basisversion. Da kommt doch hinzu, je nachdem wie hier bei dem Auto, die Metallic und die Fracht- und die Überführungskosten. Die sind wie hoch? Die sind bei 750 Euro. Ja, das geht ja noch. So, der kommt aus Japan, der wird in Japan gebaut. Das Auto wird in Japan gebaut, das ist in der Beziehung ein richtig echter Japaner. Echter Japaner. Nicht, dass es irgendwo anders schlechter ist, aber den Japanern wird ja nachgesagt, gerade der ADAC in den Pannenstatistiken ja immer weit vorne. Das wäre jetzt 29.990. Wie lange gibt es noch das Angebot jetzt mit den 8.000 Euro? Das Angebot läuft in jedem Fall noch bis zum Jahresende. Die BAFA hat ja auch, oder der Staat hat ja auch die Prämie verlängert, weil der Topf noch nicht leer ist. Also im Moment wird die Aktion in der Art so weitergefahren. Ja, ist ein Riesenerfolg, ist elektrisch. Wenn du da reinschaust in die Zulassungszahlen, da wird dir immer schon warm ums Herz. Ich glaube, die Zahlen wurden im letzten Jahr verdoppelt sogar. Also es ist wirklich einiges zugelassen worden im Jahr 2019. In diesem Jahr meine ich. Ja, da hat sich einiges getan. Also eine Steigerung von mehreren 100% bei dem Fahrzeug oder allgemein bei den Hybriden oder Plug-in-Hybriden. So geht es jetzt im Moment richtig voran. So, ich zeige noch mal kurz die Verbrauchswerte. Hier vorne steht tatsächlich Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,8 Liter. Wie geil. 40 Gramm pro Kilometer CO2-Emissionen. Hier vorne haben wir A+. Und ja, auch das Thema Jahressteuer. 48 Euro steht jetzt hier. Und die 0,5% Regelung bedeutet konkret, dass ich jetzt bei so einem Fahrzeug, sagen wir mal, bei 38.000 Euro die Hälfte versteuere, also rund 190 Euro im Monat. Ja, das ist für so ein großes Fahrzeug natürlich ein Riesending und ich habe einen echten SUV. Ja, wenn ich jetzt Interesse habe, die Leute kommen wirklich aus ganz Deutschland zu euch. Warum ihr liebt Mitsubishi, seit 85 Händler, wo findet man euch? Ja gut, mich findet man einmal hier in Saarbrücken, in der Kurt-Schumacher-Straße, dann mein Stammbetrieb oder mein Haus, wo ich eigentlich herkomme, in Rehling in Siersburg. Das war so der Anfang von allem, seit 85, da haben wir auch beide Betriebe sind Plug-in-Hybride. Ich würde sagen, das ist zwischen der Landeshauptstadt Saarbrücken und Luxemburg, ungefähr in der Mitte. Ja, ist ungefähr in der Mitte, ist neben der heimlichen Hauptstadt des Saarlandes, zwischen Saarlouis und Merzig eigentlich fast genau dazwischen. Also wir decken im Prinzip die ganze Achse ab, von der A620, A8 rüber halt eben zweimal im Saarland.
So, das Besondere ist, er ist lieferbar. 3 Monate hast du gesagt. Du hast sogar welche auf Lager. Ja, wir haben mehrere Modelle auf Lager. Wir haben also noch Basis auf Lager in der Unifarbe Weiß. Wir haben auch noch die höheren Ausstattungsvariationen auf Lager. Wenn man jetzt ein Fahrzeug bestellt, aber Lieferzeit ist überschaubar bei Mitsubishi, wie gesagt, wie du schon sagst, so 3 Monate, 4 Monate, wenn einer extra Wünsche hat, ist eigentlich alles vernünftig verfügbar. So ist es, ja. Ein echter Plug-in-Hybrid, das bedeutet, ich kann ihn reinstecken, zu Hause aufladen und wenn ich das konsequent mache und nur eine kurze Strecke habe, dann brauche ich überhaupt nicht mehr zur Tankstelle fahren. Vielen Dank, Thomas Reiter von Autoreiter, Ihrem Fachhändler unter anderem für Mitsubishi. Ja, vielen Dank. Tschüss, Thomas.